Heute willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Ja, wir sind hier immer noch auf Endor. Ja, mein Gott. Und ja, ich Freispiel übrigens, ne, genug gesagt, ne. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wo der letzte Stein ist. Ich habe diese kaputte Brücke gefunden, die jetzt sieht ziemlich kaputt aus. Sie war direkt genau hier. Also ich werde erstmal hardcore gefacepalmt, ob ich das gesehen habe, ne. Und da unten ist ein Ewok. Also lass mal da runter gehen und... Ja, warum tust du nicht springen? Ich tue die ganze Zeit springen drücken, ne? Aber der macht das nicht. So, ich weiß, Gedankentricks. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, was ich machen muss, ne? Aber wir müssen da trotzdem mal kurz mitbringen. Die sagen, nein, diese Plattform sei nicht sicher. Warum haben sie nicht... Warum habe ich nicht nur auf sie gehört? Wie soll ich zurückkommen? Nicht mal mein heiliger Glücksbringer wird mich retten. Wenn ich herunterfalle, ich würde ihn liebend gern gegen einen... kurzen Anfang von Wut tauschen, um mich in Sicherheit zu bringen. Kann ich nicht einfach auslocken und das dann nehmen? Naja, ich muss den hier machen, ne? So, und ich muss ihn wahrscheinlich jetzt hier so rüberbringen, ne? Ich nehme an, das muss ich machen. Ich muss den auch hochbringen, ne? Mache ich doch gerne. Kein Problem. Na. Dann wird dann auch hier der letzte Stein sein, der uns fehlt. Auf Endor. Haben wir hier schon mal die Steine alle erledigt. Hier ist ja nur ein Schiff, aber da sehe ich nichts auf der Karte. Also nehme ich mal an, das ist irgendwie questbedingt, ne? So, oh oh. So. Ich könnte ja auch einfach in einen Rutsch durchgehen, aber lass mal. Oh mein Gott. Hauptsache, ich fange nicht wieder von Anfang an, falls ich irgendwo runterfalle. Okay. Hab mich schon rausgeschmissen. Kann ich aber so, ja. Da, guck mal, schnell geht. Wie bin ich hierher gekommen? Hat mich mein heiliger Glücksbringer hergebracht? Wen ja, hat er seine Aufgabe nicht gut gemacht. Ich werde erst richtig sicher, wenn ich den ganzen Weg über diese beängstigte Brücke geschafft habe. Du Lin. Meine Güte, ey. Wie undankbar der Typ gegenüber der Macht ist. Kante. Ah. Er ist tot. Boah. So, jetzt bitte nicht runterfallen. Was soll ich von hier so machen? Okay, warum tun die jetzt nicht zerbrechen? So. Kann ich die einfach so schaffen? Ja, ne. Boah. So. Her damit. Du Noob. So, jetzt können wir das endlich öffnen. Und dann haben wir den letzten Stein hier auf Endor. Yay. Leute, sagt immer noch, wo ist mein Schiss? Ausgezeichnet. So, warum bin ich noch mal hier? Sprich mit dem Arzt im Dorf der Ewok. Also ja, deswegen muss ich mit den ganzen Leuten reden, ne? Okay, der Arzt, der ist in der Hütte da drüben. Aber Vorsicht, er gab mir Schlafmittel und jetzt habe ich eine zweite Nase, wo keine Nase sein sollte. Boah, Popo. Dann kannst du immer deine Fürze riechen. Das ist doch geil. Bist du der Arzt? Ja, ich bin der Arzt hier, aber ich habe keine Medizin mehr für Ubla. Sie war ewig nicht mehr hier, also habe ich die Medizin als Schmiermittel benutzt. Keine Sorge, bring mir heiligen Baumstamm und ich mache neue Medizin, aber es muss der richtige Saft sein. Baumsaft. Ergänzt wie eine winzige klebrige Sonne. Du erkennst ihn sicher gleich. Wo finde ich den? Hier. Ist das das hier? Jetzt ist er sogar. So, ihn habe ich bekommen, als ich das Spiel gestartet habe. Das machen wir mal. Als Captain Pancake. So. Da tun wir mal ein bisschen Saft von dem Baum hier holen. Das Blut der Bäume. Das wird mir gehören.
So, bitte, jetzt sag mir nicht, ich muss da ganz nach unten gehen. Oh Mann. Okay. Ich muss da ganz runter gehen, ne? Ja. So, scheint wieder ganz nach oben zu gehen dann. Aber ich komme ja direkt zum aus dem Weg. Aus dem Weg. Ja. Ist aus dem Weg. So. Nee, der bringt mich nicht zurück zum Questgeber. Nein. Na gut. Dann gehen wir den ganzen Weg eben umsonst, dann gehen wir den ganzen Weg eben selbst. So. Alles klar. Ja, ich bin ja fertig auf Endor. Ich habe keine Lust mehr auf Endor. Das ist irgendwie voll der blöde Ort zum Rumrennen. Soll ich hier auch? Warum ist das unter mir? Oder irgendwo ein Eingang? So, da, mein Gott. So, raus hier. Du hast genug glänzenden Saft, dann mache ich die Medizin. Dann vielleicht mal im Fernseher ausmachen, damit ja kein Echo kommt. Boah. Okay. Medizin ist fertig. Ich schicke sie zum Schiff. Du bringst sie zu Ubla. Aber pass auf, Piraten. Hoffe, ich habe jetzt schon keine Lust. Boah, ich weiß doch, wohin das hier schon wieder führt, Mann. Okay, anscheinend nicht. Aber wahrscheinlich, wenn ich da irgendwie am Rumlaufen bin, dann kommen irgendwie Gegner, ne? Oder? Oh. Warum? Von denen gibt es viel zu viele. Boah, kommt die Face her. Ich habe keinen einzigen von denen getroffen. Er hat mich hineingecrashed. Alter, ich bin fast tot. Glaube ich. Welche Steuerung mal irgendwie abstellen, die geht mir langsam auf den Nerven. Ich sehe da irgendwie nie was. Hinweise. Nur neue. Und speichern. Und ich glaube nicht, dass das war. Die Steuerung müsste mir nicht die ganze Zeit jetzt mal anzeigen, ne? Flug. Ich glaube, das immer. Ja, alles klar. Gut. Wissen wir Bescheid, ne? Mein Gott, sind so Nebulon B vergratten. Ja, nicht die guten? Das sind nur Schiffe von den Rebellen, glaube ich. In Empire at Wars waren das jedenfalls hier so Schiffe von den Rebellen. Wenn ich mich nicht irre. Wir haben so Schilde gehabt. Die Rebellen hatten immer Schildbooster, ey. War ein bisschen lahm. Der Imperium hatte immer irgendwie Angriffsbooster. Der Imperium war so viel stärker in Empire. Oh, hey. Jedes Mal, wenn du ein AT-AT platziert hast, dann kannst du noch zusätzlich umsonst Truppler bekommen. Jedes Mal, wenn du einen Sternzerstörer platziert hast, hast du noch TIE Fighter umsonst bekommen. Die Rebellen hatten immer nur, die hatten nicht so was. Da hast du eine Einheit platziert, dann hast du nur die Einheit bekommen. Da musst du jeden X-Wing-Flügler hier separat herstellen. War voll nervig. Deswegen war das Imperium immer viel stärker. Nein, Kumpel, vertrau du mir. So, boah. Das hat irgendwie dem ich zu ziehen mit dem Schiff oder was ist hier los? Nein, warum schmeißen die sich in alle auf mich zu?
Wieso schmeißen die sich denn alle so auf mich? Weil ich so gut aussehen bin. Weil ich so schön bin, so schlau bin. Fulminant und intelligent. Weil so geht das auch nicht. Die bleiben aber einfach nur stehen. Die sehen so seitlich aus wie so Nebulon B-Fregatten. Das sind eigentlich immer die gleichen Schiffe, ne? Wir sehen von der Seite, aber die kommen immer so seitlich zu mir hingeflogen und so hat. Komm her. Ich finde, da müssen aber nicht immer drei von diesen blöden Runden kommen. Ey. Können sie auch mal einmal bei einem belassen, finde ich. Oh nee. Jetzt kommt wieder die dritte Überraschung. Außer. Ich komme nur zwei. Es kommen nur zwei. Aber jetzt kommt wahrscheinlich noch eine. Nein, okay. Es kommt nur zwei. Ausgezeichnet. Gott sei Dank. Manchmal können sie es auch mal bei einem überlassen, finde ich. Cantobite. So, hier gibt es, glaube ich, auch noch einige. Aber. Wie komme ich da hin, ne? Und mir werden ja gar keine mehr angezeigt. Jetzt kriege ich nur einen, ne? Nehme ich an. Durch die Quest. Und dann. Ich meine, es ist entweder eine Quest hier noch, den man einen gibt, oder irgendwo in einem der Häuser. Ne? Kann natürlich auch sein. Na gut. Sieht in der Torstern so komisch aus. Das ist wie so ein Asteroid. Nein, das ist kein Asteroid, das ist eine Weltraumstation. Da ich sehe nirgendwo einen Kreis, also wo mir noch zwei fehlen. Der sieht irgendwie nicht so rund aus hier. Ich meine, der ist nicht rund, weil er halt aus Lego ist, ne? Aber in der Ferne sieht man das normalerweise nicht. So, so, da ist noch ein Stein. In der Mitte. Hier ist schon mal falsch. So, du komm her. Ups. Worauf wartest du noch, Schätzchen? Gib sie her. Flöß es mir ein. Okay, Alter. Ist das ein Bizeps oder ein Schar? Ich habe euch schon letztes Mal gefragt, ne? Ubla fühlt sich wie neugeboren. Und zwar zum Sehen. Diese kleine Nummer habe ich dir gewidmet, Schätzchen. Ubla, ausgezeichnet. Die gesamte Opernwelt steht in deinem Leben. Und jetzt auf die Bühne. Die Show muss weitergehen. Okay, dann machen wir. Sing mal Obladi, Oblada. Das ist ein gutes Lied, ne? Nein, ich wollte. Wen habe ich denn jetzt hier? Keine Ahnung, wie nehmen wir hier? Nehmen wir ihn wieder. Boom, 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 boom. So, dann haben wir hier. Nein. Das sehe ich jetzt auch nicht. Aber hier war irgendwo noch ein Stein, glaube ich, oder auch nicht. War er das? Okay. Bisschen random. Was mir da angezeigt wurde. So, muss ich mal gucken, vielleicht ist einer irgendwo hier. Ist auch die Kantine. Ich habe einen hier irgendwo verpasst. So. Hier ist einer. Canto Café. Dann gehen wir mal dahin. Wir uns da noch den letzten Stein, ne? Aber wir sind schon mal einige Steine hier komplett abgeschlossen.
Ja, machen wir mal. Ich kann auf mich aufpassen. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakub. Oh, dö, 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 dö. Oh, die Niagara-Fälle. Hab ich da gerade gesehen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Wenn im Film so war. Ich komme ja allgemein nicht an so viele Einzelheiten aus dem Film erinnern. Aus der Episode 8. Ich versuche viele Sachen zu verdrängen. Okay. So, hier war das, ne? Steinchen. Steinchen, ich sehe schon, ne? Schalter an der Wende, ne? Ich bin Luke Skywalker. Mal einen anderen Jedi. Ich habe die ganze Zeit schon Luke Skywalker. Wen nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal. Wo ist hier Ben Kenobi? Er hat keine. So, eins, zwei, drei, vier. Und dann bei Kanto bleibt alle Steinchen. Und das ist Ben Kenobi aus der Serie, ne? Ist ja so Serie Kenobi, ne? So, haben wir hier schon mal, hier mal alles cool. Bis auf Aufträge, ne? Aber wo Aufträge? Muss ich mich wieder hier so durch navigieren durch alles erstmal. So. So, Coruscant. Nein, Coruscant hier. Geht jetzt mal ganz gezielt ab in Coruscant. Das ist mein Controller schon wieder die ganze Zeit am vibrieren, sehe ich gerade. Was soll das? Im Uskrobisirk. Ja, mein Controller hat gar nicht auf zu vibrieren. Das ist wie so ein Herzschlag. Und ist halt irgendwo da auf dieser Welt. Das ist halt nicht mehr. Die ganze Zeit, ich fällt gerade ein, ich habe gerade irgendwie was umgestellt. Mal ganz kurz bei Einstellungen. Ich kann jetzt sowieso nicht ändern, aber nee, ist alles okay. Habe ich wieder vorher umgestellt, alles klar. Ich dachte, das wäre jetzt hier ein riesiger Bus gewesen. Hier, das hier. Ich glaube, da ist ein Kanto Blight irgendwie mit den Vibrationen. Ich weiß nicht, was da ist, aber jede Sekunde hat er hier einmal vibriert irgendwie. So, hier ist eine Quest, wie ich gerade. So, das müsste die letzte Quest hier auf Coruscant sein, auf ja, ja, auf Coruscant auch, ja. So. Ich weiß nicht, warum ich nachgucken wollte, was für eine Lichtschwertfarbe du hast. Ich weiß, du hast eine blaue. Oder in den Schatten, der heißt. Meine Güte. Hier ist das. So, wer bist du? Sei's Noodles. Ja, für dich habe ich doch die Einmischung gemacht letztens. Krass. Nicht gerade perfekt, aber immer noch besser als das Puppentheater in Kanto. Aber ich habe Probleme, ein Publikum zu finden. Und ohne Publikum keine Knete für Sai. Keine 10% Geld, ne? Kannst du mir helfen, Fans zu finden? Na dann mal an die Arbeit. Zunächst mal braucht Sai einen viel besseren Ort für ihre Auftritte. Okay. Dann soll ich übernehmen, alles klar. Okay, ich dachte, ich muss wieder ums Universum hier fliegen. So, hey, ich habe gehört, auf Kanto Bright suchen die Leute. Ja, wir sind ja immer noch mit dem gleichen Kaffee. Das hier sieht gut
Ernsthaft, das soll deine Bühne sein. Oh mein Gott, ey. Wir müssen ja hier alles so nervig wie möglich machen. Das klingt wahrscheinlich genauso wie in den Serie oder Film oder was auch immer, ne? Aber ich bin kein Fan. Und noch ein. Ich war noch ein. Irgendwo wird mir einer angezeigt. Du Kollege, warum kann ich dich nicht? Man kann sie in Panik geraten. Okay, halt jetzt die Schnauze. Nicht schlecht. Aber in diesem Teil der Stadt wohnen nur Knauser. Versuchen wir es woanders. Warum hast du... Boah. Mir nach, Schätzchen. Hab ich doch gerade gesagt. Das ist doch immer nur der gleiche Kaffee. Wie auf einem anderen Planeten oder so direkt. Boah. Kann ich das gleich nochmal machen, ne? Wahrscheinlich. Das sieht schon besser aus. Nein. Kann ich mir noch mal alles auch nicht. Vier. Hm. Und ich darf mir die ganze Zeit anhören, ne? Nicht gerade so mein Geschmack, Lady. Gott, wir müssen die alle so nervtöten wie möglich machen. Die hätte ja nicht normal sehen können oder so, ne? Muss ja natürlich wieder voll nerviges sein, ne? Wo sind die Leute? Oh mein Gott. Ja, yeah, ich Tänzer gefunden habe, desto eher hält die Fresse. Also kommt her. Boah. Hier ist ja sowieso die. Das ist eine. Das ist ein blöder Gang hier. So eine blöde Treppe. Warum glaubst du denn, sind hier Leute? Was stimmt mit dir nicht? Okay, ist gut, halt die Fresse. Okay, langsam läuft die Sache. Aber wenn ich von den 10% leben will, die Mama mir übrig lässt, muss ich noch mehr verdienen. Boah. Dann sucht ihr mal einen vernünftigen Ort aus, nicht irgendwie so eine Treppe hier. Letzter Versuch. Gott sei Dank. Oder nichts, Schätzchen. Vertrau mir, es wird sich lohnen. Tu ich nicht. Ja, hier wäre besser. Auf der Straße, nein. Okay, ja. Hier sind wir. Bitte trommle hier auch noch mal eine tanzwütige Menge. Ja, ist klar. Dann werden uns die reichen Protzer bald mit Geld überschütten. Oh, jetzt fängt die schon wieder an. Das wird der Sound unseres Niedergangs sein, Leute. Nein, du sollst ihn. Boah. Bitte mach die Tanz so schnell wie möglich, dann hört die irgendwann wieder auf. Ich verspreche es.
Können nicht automatisch dahin laufen. Die tut nicht beißen, die tut halt nur grottenschlecht singen. Ja, ja, ja. Ja. Oh, ich sehe sogar, wie er sich auf der Karte bewegt. Ihr mögt es, sie beim Singen zuzuhören. Ihr mögt es. Ihr lebt es, ihr beim Singen zuzuhören. Ihr lebt es total. So, oh mein Gott. Keine Ahnung, sieht aus wie so ein Typ. Hast du sein Necken gesehen? Ich weiß, was das heißt. Er bietet mir einen langfristigen Vertrag als Sängerin und will dafür nur 9% von meinen Einnahmen haben. Mit den 90%, die Mama kassiert, bleibt mir also, naja, nicht viel. Aber egal. Dafür bin ich frei und kann tun, was ich liebe. Und mich hoffentlich auch am Buffet bedienen. Alles klar. Dann hauen sie alle ab. Dann sind sie alle direkt weg. Alle sind sie weg. Jeder einzelne von denen. Keiner von denen ist übrig. Okay. No, da kam kein lustiger Soundeffekt. Okay, sind wir auf Kurs und auffällig, ne? Ja, sieht so aus. Also haben sie Senatsbezirk, aber da können wir noch nicht hin anscheinend, ne? Also da haben wir noch nicht. Dücker. Der Wolkenstadt. Wolkenstadt, wir sind auf Kurs und du. Du sackiger Sack, du. So, da ist noch irgendwie was im Weltraum. Da sind auch noch zwei Steine. Die kriegen wir bestimmt auch, ne? Gut, gehen wir halt ganz gezielt ab, gehen wir halt ganz koordiniert ab, ne? Dann werden wir schon irgendwann alles richtig finden, ne? Merken wir uns auf Chaos und fehlt noch einer, weil ich sowieso bis zum nächsten Mal vergessen habe, ne? Ah. Hey. Wenigstens haben wir halt hier, ne? Ja, schon mal 80%, so viel ist nicht mal übrig. Ne? Die Story weiß ich ja nicht, wie viel Prozent die geben. 5%, keine Ahnung. So lange dauert das nicht mehr, Leute. So lange dauert nicht mehr. Soll irgendwo eine Quest sein. Irgendwie nicht. Irgendwo drin, ja. Genau den richtigen auf Anhieb gefunden. So, aber hier ist irgendwo so ein Steinchen, den habe ich schon oft gesehen, aber ich weiß nicht, wo oder was das ist, ne? Vielleicht die Quest hier. Hallöchen, da. Ich habe eine Sternenkarte hier in der Basis versteckt. Leider okay. Zu gut. Ich finde sie beim besten Willen nicht mehr. Aber sie muss hier irgendwo sein. Vergangenheits-Cadel wusste wohl, wie vergesslich Zukunfts-Cadel ist. Deshalb gibt es sogar einen Hinweis auf das Versteck. Leider verstehe ich ihn nicht. Kannst du mir helfen? Ich muss ja auch noch dieses Rätsel hier auf Dings Takodana machen, ne? Der Hinweis ist in diesem Datalog. Sieh mal, ob du daraus schlau wirst. Okay, Wunder beim Widerstand. Dann sag mal ja. Ich liebe Rätsel. Aber das ist schon wieder so weit. Folgst du meinem Signal, dann serviere ich den nächsten Hinweis. Servieren. Okay. Und? Es hat mit einem Ort hier in der Basis zu tun, da bin ich sicher. Lass mich wissen, wenn du was findest. Hm. Ich kann keine mehr. Hm. Dann serviere ich den Hinweis. Servieren. Kellner, ne? Irgendwas. Oh, wird mir sogar hier angezeigt. Dann ist das doch voll einfach. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die englische Synchro von Obi-Wan, ne? So, wie sich das anhört. So, ah.
Ich liebe es zu fliegen. Willst du mich hin und her wiegen, während ich hier stehe? Nein? Na gut. Okay. Das war ein bisschen random. Ich serviere dir den nächsten Hinweis. Serviere. Wo ist hier ein Kellner? Bist du ein Kellner? Ich habe gehört, dass General Organa und die anderen im galaktischen Bürgerkrieg auf Hoth stationiert waren. Was wäre für mich schlimmer gewesen? Ja, jetzt nie herausfinden. Serviere. Folgst du mein Signal? Serviere ich dir Signal da oben? Oh, guck mal. Wenn du den nächsten Hinweis suchst, pass gut auf, verlaufe ich nicht, sonst siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich meine, wenn mir das Spiel schon sagt, wo ungefähr das ist, dann ist das ja eigentlich voll easy, ne? Sorry, aber dieses eine von Takodano war immer noch schwieriger, weil er halt kein Hinweis ist oder so. Und da ist das hier noch chillig, ne? Okay. Dann gehen wir mal da rein. Wald vor lauter Bäumen nicht. Ganz einfache Lösung, wir entfernen einfach die Bäume, ne? So, warum habe ich da Schaden genommen? Was zum? Na, guck mal hier. Wir haben sogar da angezeigt. Als du die Suche für eine kranke Idee, lass dich nicht weiter so behandeln und such den nächsten Hinweis. Alles klar. Irgendwo eine Klinik, ich weiß es nicht. Nicht entsetzen. Was soll das? Ich will eigentlich nur mein Lichtschwert wegstecken, ne? Ich will doch nur mein Lichtschwert wegstecken, Mann. Mein Gott, Leute. So. Wie war der Hinweis nochmal? Behandeln, ne, irgendwas behandeln. Ist da eine Klinik da unten? Irgendwo eine Klinik hier? Oder? Wo bist du? Warum hat mir das jetzt nicht angezeigt auf der Karte? Hier drinne? Oh, jetzt noch was, ich gerade. Jemand hat bei der Behandlung dieser drei Patienten gepusht. Leider verbietet es mir meine Programmierung, die Behandlung ohne Zustimmung der Patienten zu ändern. Aber ihr könntet das für mich tun. Falsch. Ist doch hier irgendwo ein Code oder so, ne? Oh. Was ist das? Falsche Medikamente verabreicht. Gefahr. Bitte erneut versuchen. Okay. Oh, guck mal da. 7. Nicht hier. 7 für Rodiana. Hier ist kein Rodiana. Cool. So. Cool. Kann man gar nicht sehen. Ihr Idioten, warum habt ihr jetzt so dahin gepackt? Das heißt, den muss ich schon mal ausschließen, ne? Ja. Gelb für Typen, weiß ich nicht. Wenn man doch immer für den Wookie übrig bleibt, ne? So, hey. Bis zum letzten Hinweis ist da ein Motor sicher warm gelaufen. Hoffentlich gibt es vorher keine Panne. Hier finde ich gut, dass die mich jetzt zu einem anderen hingeführt haben, aber das ist ein anderen Stein. Hier, So, cool. Pfeil nach unten.
Okay, da muss ich halt hier testen, ne, was hier richtig ist. Für den Wookie. Alles klar. Okay. Boom. Alles klar, gern geschehen. Mache ich auch gerne. So, alles hier drin, ja, ne? Zimmer des Widerstands. So, dann haben wir nur noch. Oh. War das jetzt der Stein? Ne, da war er nicht. Ich dachte, da wäre dieser eine Stein gewesen, wo mir noch, der mir noch hier angezeigt wird. Hier, hier. Aber wie kommt man da hin? Irgendwo da unten muss man da. Aber wie? Ich sehe eine Treppe auf dem Dingen. Auf der Karte. Warum ist das denn nicht offen? Ist ja nicht schon mal geöffnet hier alles oder so? Wo sind das hier von Kaff? Boah, gehst du mal da hoch? Boah, gehst du da hoch? Ich hatte hier irgendwo noch aufmachen. Ich weiß nicht, da ist irgendwie was. Warum ist das hier? Ja, gut, wie komme ich da hinten hin? Gehen wir einfach von der anderen Seite da hin, ne? Wird schon gehen, ne? Von hier. Ne? Wo sind hier die Eingänge von den ganzen Orten? Da von hier aus. Da. Da drin. Wie komme ich da hin? So, warum ist das jetzt hier offen? Da war doch gerade zu. Ich bin doch gerade hier hingekommen, da war zu. Mit zum. Hä? Boah. So, ich suche dich jetzt hier. Du kommst mir nicht, du entkommst mir nicht. Aber eine Tür, ne? Komme ich da rein? Du lässt mich da rein. Komme ich da rein? Komme ich da rein? Oh, guck mal hier, was ist hier denn? Komme ich da irgendwie rein? Kann ich da irgendwas machen? Ja, guck mal, das Kabel ist da verbunden, sehe ich gerade. Ah, guck mal hier. Ah, guck mal hier. Aua. Ach, wird schon klappen. Also machen die so solche Tests. Nein. Warum habe ich da HP verloren? Na gut, dann sind wir eben vorsichtiger. Okay. So machen die Mäuselabyrinthe im Star Wars Universum. Was? Oh, haben die, übernehmen die meine alten AP? Also, ich habe wieder voll AP. Oh mein Gott. Habe ich jetzt 0 HP wieder? Oder so gut wie 0? Oh mein Gott. Oh, dann gehen wir eben super vorsichtig hier durch. Ah.
Alles klar, dann gehen wir eben extrem langsam hier durch. Ja. So. So. Ich hoffe, das reicht zeitlich. So, boom. Und da haben wir die Tür geöffnet. Druidendressur. Hey, dann haben wir jetzt alle hier schon mal. Cool. So, hallo, wie geht's denn so? Hat er bestimmt auch einmal in Ben Kenobi gesagt, ne? In Kenobi, ne? In der Serie irgendwann mal. Hello there. So, wo? Hallöchen, wo ist das hier? Da ist die Sternkarte schon. Ausgezeichnet. Er ist gezeichnet. Nein. Cool, haben wir einige Planeten hier schon komplett abgeschlossen, ne? So mit Steinchen und so, ne? Ich weiß, hier fehlt eine Quest oder so, ne? Aber hey, die Steinchen haben wir schon mal, ne? Meine Sternenkarte, du hast sie gefunden. Ich hoffe doch, dass man sich auf dich und das Helleskörbchen verlassen kann. Moment. Der hat die Sternenkarte, ne? What? Nimm ihn ruhig. Und danke für deine Hilfe. Im Gegensatz zu einem anderen werde ich das nicht vergessen. Okay. Cadel Skyber. Im Weltraum, ah, okay. Das geht hier noch. Oh, Crate haben wir ja auch noch. Crate ist auch noch. 1, 2. Aber da weiß ich ja nicht, wie ich da hinkomme, ne? Okay, wollte ich eigentlich nicht. Nur wenn wir schon mal hier sind, ne? Cool. Also wir haben alle Steine da, ne? Suchen müssen wir schon mal nicht mehr, ne? Nur noch die Quests machen. Ich habe gehört, hier ist ein Schatz. Okay, ich wollte schon sagen, wo sind die ganzen? Okay. Der hing ja einfach so im All, alles klar. Wenn du was sagst. Aber weißt du was? Wenn wir schon mal hier sind, im All. Was fehlt mir? Ja, oder was fehlt mir? Anscheinend du. Zweimal. Wieso 9? Da waren wir doch gar nicht. So, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir auch den. So, was wir noch machen können, wir können hier machen. Prop. Was für ein Ding ist das? Canto Bright. Die vertreibenden Porks überall in der Galaxis. Was? Das ist ein Ding. Irgendwo muss ich hier noch welche finden, ne? Ich weiß noch nicht, wo die sind. Zerstöre die goldenen Schiffe. Wo ist der Wookie? Puzzles. Lass mich mal kurz gucken. Und zwar, welches Großkampfschiff wir noch nicht haben. Wir haben die den zweiten Todesstern aber noch nicht, ne? Todesstern 2. Dann platzieren wir den mal, ne? Wenn ich da reingehen kann. Und dann sammeln wir von dem noch mal die ganzen Sachen hier ein, ne? Torstern 2. Dann sammeln wir da alle Steinchen noch ein, ne? Nämlich Basis ist Widerstand. Torstern. Gut, da gibt es noch 7 Steinchen, auf die wir bauen können. Na, hab schon eingesehen. Das Schiff steht nun unter neuer Leitung und die bisherigen Beschwerde- und Anregungskästen wurden ins All katapultiert. Vielen Dank für euer Engagement. Na, nehmen wir mal. Du weißt, weshalb ich hier bin.
Mr. Vader. Du wirst die Macht der dunklen Seite spüren. Warum habe ich hier immer noch Dings? Ich habe ja letztens Dings reingepackt. Letztens General Hux da reingepackt. Ich bin General Armitage Hux von der ersten Ordnung. Weiß nicht, warum die hat manchmal ändern, aber warum finde ich das Spiel so wonky, ne? So, da sehe ich das hier. Wofür brauche ich das? Keine Ahnung, aber ich hab's. Ich hab da unten. Alles klar. Das kann die erste Ordnung gut brauchen. So, Vader, halt die Ohren steif da unten. So, guck mal, da oben ist noch was. Da komme ich so nicht hoch, ne? Ja, Stacheln? Ne, ich dachte, da wären so Stacheln. Wie komme ich da hoch? Lass ich mal kurz von hier aus. Ne, klappt nicht. Jetzt klappt das. Boah. Oh, das ist auch noch schön. Ich glaube, du bist etwas paranoid, Kollege. Mal, ob ich den treffe. Ja. Man gibt's ja überall so solche Vorfälle. Hier komme ich da oben hin. Wer bist du? Erzähl mir deine Geschichte. Nein, okay. Oh. Okay, bis jetzt ist das hier ziemlich einfach. Von zweiten Todesstern. Jetzt wäre einmal nach da unten. Nee. Ich hätte selber runter zu springen. Switch einfach zu dem. Leute, wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ne? Lord Vader, Lord Vader, Lord Vader, Lord Vader. So, hier haben wir irgendwas zum Bauen. Das wird nicht lange dauern. Die Musik. Natürlich kann ich das machen. Zur Seite. So. Naja, warum ist das hier so einfach? Das kann die erste Ordnung gut brauchen. Oh. Gebt ihn, gebt ihn, ja. Ach, guckt sie euch an. Oh, warte mal. Irgendwie kann man das, glaube ich, ändern, bestimmt, ne? Ja, so hält sich das Imperium fit, ne? Ja, normalerweise kann man mit so einem Knopf immer hier so ändern, hier den Hintergrund. Weil das so ein Greenscreen. Also jetzt das Imperium fährt. Hey! Hallo nochmals, Mitreisender. Hey, bei diesem zweiten Torstellen haben sie wirklich nicht gespart. Was? Wenn das so weitergeht, werden sie demnächst eine gigantische Kanone in einen Planeten hineinbauen. Was? Auch egal, wir sehen uns, Kumpel. Das ist so schwachsichtig sind die nicht. Nee, das ist schon komisch. Das ist schon komödiantisch, was du an hier machst. Okay. Wir haben sie Partylauf immer noch wie geplant. Das heißt, das Ding hier ist voll einsatzbereit. Also haben die Rebellen kein. Also, gucken wir uns da an. Das ist ja die Schwachstelle von dem ersten Torstern. So, das waren unsere Fehler jetzt mal. So, warte mal hier. Batterie, alles klar. Wo kriege ich die her? Oh, meine. Ist da extra so ein Ding hier?
wenn man sich aufbauen kann, damit man nicht die Wacht benutzen muss. Ich glaube, da muss man sich so eine Treppe bauen mit diesen Steinen. Oh, zwei Stück noch. Oh, hier. Viel einfacher als beim letzten Todesstern hier. So, Quest und so gibt es ja nicht, ne? Ich wusste leider was. Boom. Mein Gott, das hat ja einfach bisher. Immer eine andere Farbe von denen. Eine andere Form. Nehmen wir mal den hier. Okay, und der letzte folgt zugleich. Ja. Ah, guck mal hier, der Konferenzraum. Okay, alles klar. Das ist eine Falle. Lass mich mal Kopfgeldjäger holen. Damit verfehle ich wenigstens nicht. Den 10 Millionen Schüssen, die ich abgebe. Aber okay, da ging relativ schnell, als ich gedacht hätte. Können wir vielleicht noch irgendwas machen hier? Ja, mein Tor ist dann auch schon erledigt, ne? Habe ich noch ein Schiff, das ich noch nicht gemacht habe? Lass mich mal hier raus. Da muss ich noch diese goldenen Typen hier finden, die hier überall rumfliegen. Anscheinend habe ich schon alle Planeten, ne? Sonst wäre ja nicht blau angezeigt, ne? Werde ich mich vielleicht auch mal irgendwie so umschauen, ne? Aber hier sind immer solche, so viele Sachen am Hochploppen, ne? Ich weiß nicht mehr, wie die angezeigt werden auf der Karte, ganz ehrlich. So, ich habe. Gar nichts. So, Herausforderung. Nein, nicht Herausforderung. Puzzles? Puzzles, ne? Habe ich irgendwas von diesen noch? Venator. Steadfast. Basis 1. Basis 1 habe ich, ne? Ich glaube, Basis 1 habe ich, ne? Aus dem Weg, geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg. Die Basis 1 auch machen direkt, ne? Basis 1, ja, Basis 1. So, da ist ein Meteorit. Ausgewichen. Dann suchen wir uns da auch alle Dinger, ne? Du meinst ja, um unser Schiff erstmal kümmern. 10 Stück. Okay. Ich glaube, ich habe da jetzt gerade nichts verpasst. Ich muss mal in den Weltraum hier abscouten, um zu gucken, wo hier so goldene Typen sind. Muss ich vielleicht mal offscreen oder so. Yay. Habe ich das erobert? Habe ich das nicht umsonst bekommen? Also, okay. Machen wir die. Ich habe den noch gerade gewechselt. Was ist mit diesem Spiel los? Hey. Warum hat sich das Spiel schon wieder nicht daran erinnert? Ich sehe, das soll so ein riesiges Auge sein, ne? Ja. Dann darf Vader ist auch schon wieder weg. Und Hux auch. Ja, Hux ist noch da. Aber ich wünschte, ich könnte das hier alles einfach so umändern nach Belieben. So, ne? Irgendwann merkt ihr doch einfach mal. Unseres
Brutale Übernahme. Ich könnte schwören, ich habe das umsonst bekommen, das Schiff da. Das ist ja jetzt kein Mist hier. Dafür mache ich jetzt hier alles kaputt. So, habt ihr euch selber eingefangen. Ah! Ich will mich hier so umschauen, falls hier irgendwo der Wookie ist, ne? Ist, glaube ich, voll leicht zu übersehen. Obwohl jetzt eigentlich nie mal, wohl doch eigentlich schon. Hin und wieder ist er mal in schwierigen Orten versteckt. Hier haben wir eine Karte. Eine NES Controller. Da sehe ich ein Ding. Okay. Was dann hiermit? Was dann damit? Jemand, das sollte. Ach, das wäre so ein Ding. Wo mag ich das hin? Nehmen wir mal mit. Ah, doch, daran kann ich mich erinnern irgendwie. Das Schiff steht nun unter neuer Leitung. Ihr macht eine ganz schöne Welle, Captain. Ups. Warum redest du mit mir? Kannst du das eigentlich wagen? Sind da Einzelteile? Nee. Sah jetzt raus, aus, als wären also Einzelteile. Ich bin nicht verärgert. Ich bin froh wie ein Fisch im Wasser. Blub. Dann sagt auch nichts, Mann. Man sollte halt gerade sein. Ein bisschen frech werden? Ich glaube nicht. Nicht auf mein Schiff. Anscheinend ist das mein Schiff, ne? Also Mund zu. Sonst gehst du über die Planke. Oh, Luke. Und die kann man sogar so bewegen. So, und dann ihn hier und sie. Yay. Etwas sagt mir, dass ich das. Ich bin hier, um meinen Teil zur Rebellion beizutragen. Alles klar, gut. Deswegen rede ich nicht mehr mit NPCs. Ich habe nichts mehr interessant zu sagen. Alles klar. So, warte mal hier. Ich habe gerade. Boah. Ich habe gerade eine Kopfgeldjägerin dabei. Wo ist das? Ja. Ganz ruhig, ich will nur den Stein aus diesem goldenen Kasten. Das ganze Verkleiden war es also wert. Ja. Ich will mal wieder. Eigentlich ist Boba Fett der coolste hier. Ich meine Kopfgeldjäger, ne? Da kann ich ihn durch, ne? Ne. Irgendwann ist da draußen noch gewesen, sehe ich. Egal. Mal gleich. Was hier? Granate. Habe ich nicht wortwörtlich gerade? Ich muss mich wohl selbst darum kümmern. Ich bin ein Kämpfer. Mein Gott. Jemand, ich habe den falschen Charakter gewechselt oder so? Keine Ahnung. Dann war er doch gerade, ne? Ja, hier, komm mal. Hey Leute, ne? Ah, die Erinnerung, ne? Ist ja nicht das gleiche Schiff, von dem der eingebrochen ist? Nee, ne? Ich sehe gerade, diese ganzen Dinger sind hier irgendwo in mir. Kaputt machen muss unter mir.
Wie komme ich denn unter mir? Wird ja noch machen, egal wie lange das dauert. Dann haben wir halt auch erledigt. So, da geht's runter, glaube ich, ne? Wenn der Vader rennt, dann rennt er, ne? Dann renn ich, Leute, dann renn ich. Oh. Oh. Komme ich dadurch? Wie komme ich dadurch? Wie komme ich dadurch? Ne, ich will nicht nach oben, ich will hier. Feuer! Irgendwas kaputt machen, weil es hier nichts. Sobald die einen Kreise wechseln, ist halt ein bisschen übersichtlicher. Ne? Die ja. So kaputt. Die dunkle Seite ist stark. Nicht stark genug, um die Dinger kaputt zu machen. Doch eigentlich schon. Ich habe es gerade gemacht. So. 4 Stück, komm. Oh, 60%, perfekte Zahl. Jeder Stein gibt mir 10%. Boah. Muss ich hier hin? Ich sehe da was auf der Karte. Da komme ich wieder nach oben. Wie komme ich da unten hin? Sieht nichts aus, als kann ich da oben irgendwie, da unten irgendwie hin. Na, holen wir uns den hier. Nicht das gleiche? Ne, das ist ein anderer Ort hier. Oh, Krakensee. Ich kann auf mich aufpassen. So. Da sind ja schon letzte dran. Oh, Luke ist die ganze Zeit dabei, habe ich gar nicht gewusst. So, da waren wir mal hier. So eigentlich nicht, aber okay. Nehme ich. Reicht das? Nein. Ich brauche noch einen. Gib mir doch noch einen. Gib ihn mir. So. So, ich hoffe, da waren genug Netze dran überall. Gut, hat sie auch allgemein irgendwie schnell klettern anstatt nur auf den Netzen. Das ist mehr als ein paar Rationen wert. Bonk. So, Alter. Wahrscheinlich letzten kriegen wir auch noch. Ich bin nicht sicher, wenn wir da hinkommen. Hier ist noch was. Ich kann von hier aus sein. Wie kann man da hin? Muss ich alles schrotten, damit der Schild ausgeht? Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Hinweis wieder, ne? Hier. Muss da so ein R2D2-Ding bauen, ne? Ja. Macht den auf. Wird auch noch voll schnell hier. Brrrrack. Boom. Laserwand 1. Ja. Ich bin auch ganz yay. So, kein Wookie hier. Ich hätte es gedacht. Vielleicht kommt er ja noch, ne? Aber noch nicht alles erkundet, anscheinend. Wo müssen wir noch hin? Hier irgendwo unten, aber ich war auch schon unten. So. Oh mein Gott, wie habe ich das verpasst? Was? Oh, die Batterie. Ja. Wo kriege ich eine Batterie? Ja. Vorne. Hey. Hier ist die Batterie. Ist genau hier. Was?
angebliche Jakuschrott. Da ist noch einer, dieser eine Stein. Wie komme ich da hin? Also was sagt mir, wie ich da hinkomme? Ich finde schon wieder den Weg hier nicht. Zielort festlegen. So, zeig mir, wie ich da hinkomme. Ich krieg das schon wieder nicht hin. Ja. Was? Boah. Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Kein Wookie hier. Wahrscheinlich doch, aber ich habe den verpasst, ne? Wenn man schaltet die Gerüchte halt frei, dann weiß ich ja, wo die sich alle befinden, ne? Na gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben schon wieder ein paar Steinchen heute gesammelt. Wie viel haben wir jetzt? 81,89. Oh, fehlen nur noch weniger als 200. Ne, doch ein bisschen mehr als 200, meine ich. Cool. Weniger als 100 Charaktere, zwei Datendiscs. Und die Mission, das mache ich halt, ich alles wieder aufscreen, ne? Wenn mir da was fehlt. Cool. Läuft, alles klar. Dann. Gut, finde ich klasse. Ich werde mal versuchen, ob ich hier diese goldenen Schiffe hier nochmal finden kann. Ne? Ich müsste ja eigentlich alle haben, ne? Und alle finden können, ne? Weil die sind mir hier weiß, ne? Hier steht zum Beispiel gesperrt. Das heißt, das kann ich noch nicht machen, ne? Den Druidenfänger auch noch nicht. Möchte mich mal umschauen hier auf Screen. Wo die noch sind, ne? Bespin, Kursen, Dagobah, Endor, Hoff, Mustafa, Nabu, Utapau. Muss ich mich mal umschauen, ne? Wo ich noch nicht war. Alles klar, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.